Leute, wir haben es endlich geschafft. Passt auf. Wir haben in DaBaby in Yellow alle 12 Katzenseelen gefunden. Und wir wissen alle, was das heißt. Smiley, was genau heißt das denn? Schnauze! Ich hab doch gesagt, wir wissen, was das heißt. Wow, calm down, Jamal. Don't pull out the nine. Das heißt, wir verfügen jetzt über alle Secrets, die das Spiel zu bieten hat. Und wir können das Arztgeschenk öffnen. Ja, darauf freue ich mich ehrlich gesagt. Hallo, Motherfucker. Siehst du irgendwie anders aus? Irgendwie finde ich dich gerade sogar süß. Obwohl ich weiß, was du für ein Psychopath bist. Nämlich ist es möglich, alles, was hier im Kühlschrank ist, in das Babygesicht reinzuwerfen. Und es müsste dort hängen bleiben. Bumm. Und das Baby... Entschuldigung, heb das auf! Mal sehen, ob es wirklich mit allem geht. Hier eine schöne Tomate. Die ist gesund für dich. Bumm. Ist wie ein kleiner Hut. Und danach fällt's runter. Damit machen wir aber auch irgendwie eine ganz schöne Sauerei. Können wir das alles in den... Was? Okay, dass das funktioniert, wusste ich tatsächlich nicht. Hast du gemerkt, du bist Müll. Sogar das Spiel hat dich als Müll erkannt. Emotional, damn it. Das nächste Secret ist ein bisschen älter, das kennen wir alle schon. Und zwar das Baby im Ofen. Jetzt guck mich doch nicht so verwerflich an. Und zwar ich liebe das. Es ist eigentlich relativ selbsterklärend. Wir backen ein... Alter, das hat wehgetan. Warte mal ganz kurz. Ich sehe gerade, dass viele von euch den Kanal noch nicht abonniert haben. Abonniert doch jetzt gerne. Und lasst auch ein Like auf dem Video da. Es hilft dem Kanal weiter. Und ansonsten muss ich euch wahrscheinlich in den Ofen reinstecken. Das nächste Secret, dem sind wir ganz nah. Und zwar muss ich einfach mit dem Baby in den Küchenschrank reingehen. Und dann wird es wegteleportiert. An irgendeine randommäßige Stelle. Entschuldigung, Baby, wo bist du? Ich habe das Baby verloren. Baby, wo bist du? Ich suche dich. Bist du hier im Zimmer? Hallo, Baby? Ich weiß nicht, wo das Baby ist. Hä? Ist es vielleicht hier oben auf dem Dachboden? Kann das sein? Niemals, oder? Nope. Nein, hier ist das Baby auch nicht. Das ist weird. Wir starten die Nacht einfach neu. Ich habe das Baby einfach verloren. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Wir machen das nochmal. Diesmal wird das Baby hoffentlich woanders hin teleportiert, da wo ich es noch finde. Weil ich bin ein guter Babysitter, okay? Okay, du bist wegteleportiert. Diesmal bist du einfach hier oben. So einfach kann's gehen. Siehst du, du musst nicht einfach verschwinden. Wir machen es nochmal. Wo bist du diesmal, Baby? Nicht da. Auch nicht hier. Bruh, ich finde das Baby einfach wieder nicht. Egal, lassen wir das bitte wegteleportieren. Ich habe keinen Bock mehr, das Baby zu suchen. Das nächste Secret ist ganz simpel. Letztes Mal hatten wir es ein bisschen buggy. Und zwar stecken wir das Baby einfach in die Waschmaschine. Aber diesmal stopfen wir das Baby vollkommen rein. Letztes Mal hat ihr das Bein noch rausgeguckt. Das sieht perfekt aus. Es tut mir leid, Baby. Du brauchst mich jetzt auch nicht so traurig anzugucken. Aber du bist ein dreckiges Baby. Du musst gewaschen werden. Dir ist schwindelig. Alles cool soweit. Deine Augen kriegen sich gar nicht mehr ein. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Babysitter aller Zeiten. Aber ich setze dich jetzt erstmal hier hin. Und deine Augen haben sich wieder gefangen. Das freut mich. Dann bist du doch bereit für das nächste Abenteuer. Ich schicke dich auf eine weite Reise. Und zwar in die Toilette rein. Perfekt. Machen wir zu. Und wir spülen dich einfach runter. Ja, das funktioniert wirklich. Und das Baby fliegt einfach raus. Das Spiel ist so nice gemacht. Platzieren wir das Baby wieder. Das nächste Secret hat mit der Toybox zu tun. Und zwar können wir hier verschiedene Sachen spawnen. Wie diese Basketbälle. Häufiges Spawnen kann sich auf die Performance auswirken. Soll uns aber egal sein. Ein paar Züge, den Doktor, ein Block und Ballons, die direkt nach oben fliegen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das sieht doch super süß aus. Habe ich gerade wirklich super süß gesagt? Auf jeden Fall passiert was Besonderes, wenn wir mehrmals auf das Fragezeichen draufdrücken, denn dann erscheint ein Auge. Und dieses Auge redet mit uns! Und wenn wir das jetzt einfach mal nehmen und in die Nähe des Babys bringen, redet es zum Baby. Ah! Kopf gesenkt, die gedrehten Hörner stolz. Ein klagender Schrei, schrill und laut, blindlings hinein.
Okay, das hat mich sogar erschreckt gerade. Das Auge ist auf jeden Fall nichts Gutes. Davon halte ich jetzt die Finger fern. Aber wir haben noch mehr. Zum Beispiel haben wir verschiedene Hüte. Verkleiden. Jetzt hat das Baby eine Brille. Wo ist das Baby hin? Ich kann es gar nicht mehr sehen. Hier ist nur ein erwachsener Mann, der seine Steuererklärung macht. Und was haben wir noch? Wir haben eine normale Mütze. Eine Krone. Weil wir wissen, das Baby ist ja ein kleiner Prinz. Partyhut. Der ist natürlich passend. Die Sonnenbrille. Weil das Baby ist der Boss. Aber ich glaube, am besten finde ich die Standardverkleidung. Verkleiden wir das Ding. Und jetzt aktivieren wir dazu noch den Großkopfmodus. Oh mein Gott. Wieso haben wir das nicht schon vorher gemacht? Das ist kein Baby. Das ist ein erwachsener Mann. Ein erwachsener Mann, der seine Steuererklärung macht, okay? Wir platzieren dich wieder hier hin. Du brauchst mich auch gar nicht anzugucken mit deinem Alter, irgendwie ist das jetzt süß. Irgendwie ist das jetzt verdammt süß. Was haben wir hier noch? Wir haben ein Ultra-Low-Definition. Okay, so können wir das Spiel theoretisch auch spielen mit sehr schlechter Qualität. Feier ich, dass das möglich ist. Die haben sich auf jeden Fall was ausgedacht. Aber das war's auch schon. Wir machen den Modus raus und jetzt öffnen wir das Spannende. Jetzt kümmern wir uns um die Arztkiste. Arztgeschenk. Wir öffnen es. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Zaubertrinkflasche nehmen. Oh! Ey, starr mich nicht so an. Wir müssen jetzt einfach antäuschen. Im Kühlschrank steht ja seine normale Trinkflasche. Das ist die normale Milchflasche. Mit Mamas Brustmilch. Die willst du haben? Oh. Entschuldigung, wieso haben deine Augen gerade geleuchtet? Das hat mir Angst gemacht für eine Sekunde. Ich glaube, das Baby weiß, was wir vorhaben. Werfen wir die Flasche mit der Muttermilch einfach mal hier hin. Brauchst mich gar nicht so gruselig anzustarren. Und wir geben dir jetzt einfach eine Mene Miste. Diese Flasche, die wird dir doch... Oh, wir haben ein fliegendes Baby. Hui! Alter, wir können dich jetzt durch die ganze Welt werfen? Wie nice ist das denn? Baby, geh nach oben! Das Baby hat noch nie so gut gehört. Oh, jetzt haben wir eine rote Flasche hier bekommen. Es tut mir fast schon gar nicht leid, Baby, ehrlich gesagt, dass ich dir das antun muss. Ich hoffe, das hat wehgetan. Was haben wir noch? Die grüne Flasche, was? Hast du mir jetzt Gesicht gefurzt? Oh mein Gott, das Baby furzt sich durch den Raum. Ein Opfer seines eigenen Popos. Und wir haben die blaue Flasche. Ich weiß nicht, was die macht. Oh, die macht das Baby klein, aber der Kopf bleibt genauso groß wie vorher. Das war's eigentlich schon. Manchmal glühen die Augen vom Baby. Das macht mir ein bisschen Angst. Oh Baby, geht's dir gut? Brauchst du einen Mund zum... Das Ding sieht gruselig aus. Aber Leute, ich denke, das war's erstmal mit den ganzen Secrets, die ich kenne. Falls ihr noch ein paar Secrets kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich für meinen Teil beende jetzt hier erstmal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Nicht The Baby in Yellow. Ein anderes Spiel, aber wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'ma flick up.